Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Andreas Tetzlaff und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Thema Geldanlage neu denken. Ich möchte es nochmal ganz deutlich betonen. Ohne Schwankungen auf dem Kontoauszug wird man in Zukunft keinen Kaufkrafterhalt sicherstellen können, geschweige denn ein Vermögen aufbauen. Wir sind somit wieder bei den historisch performancestarken Anlagen wie Aktien und dynamischen vermögensverwaltenden Fonds angekommen. Aber die schwanken doch so stark, werden Sie jetzt möglicherweise sagen oder denken. Stimmt, Aktien schwanken, genauso wie Gold und übrigens auch die Immobilienpreise. Dort bekommen Sie das aber nicht mit, da Sie ja nicht jeden Monat ein Wertgutachten für Ihre Immobilie erstellen lassen. Wir können das Ganze jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt keine absolute Sicherheit. Selbst das Sparbuch war in Zeiten von Währungsreformen und Schuldenschnitten die denkbar und nachweislich schlechteste Anlageform. Was also tun? Die Antwort lautet: streuen, streuen, streuen und mit den Schwankungen leben. Es gibt nun einmal kein Geschäftsmodell auf dieser Welt, mit dem man garantiert jeden Tag Geld verdient. Beispiele gefällig? Ein Strandkorbvermieter erlebt einen verregneten Juni. Er macht Verluste. Der Eisdielenbesitzer um die Ecke erleidet dasselbe Schicksal. Ein Punschbudenbetreiber erwischt eine Woche mit plus 12 Grad im Dezember und Nieselregen. Sie haben es erraten, auch er macht in dieser Woche eher Verluste als Gewinne. Aber bitte nutzen Sie den gesunden Menschenverstand. Wenn es sich dauerhaft nie lohnen würde, Strandkörbe zu vermieten, Eis zu verkaufen und Punschbuden in der Weihnachtszeit zu betreiben, dann würde es, richtig, keiner tun. Schwankungen gehören einfach zum Leben dazu, genauso wie die Jahreszeiten.